Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen im heutigen Milka-Mittwoch-Video. Heute schon wieder eine neue Kulisse bzw. ein neuer Hintergrund. Ich muss hier irgendwie noch den optimalen Platz in meiner Wohnung finden. Ich fand es hier heute mit dem Hintergrund ganz cool. Außerdem hat Milky hier sowieso gerade geschlafen. Deswegen dachte ich mir, nutze ich die Gunst der Stunde und drehe hier einfach das heutige Video. Im heutigen Video geht es mal rund um das Thema Scheinschwangerschaft bei der Hündin, weil Milky momentan davon betroffen ist. Also was heißt davon betroffen? Das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Sie ist jetzt das zweite Mal ein bisschen scheinschwanger. Ein bisschen klingt auch komisch. Ich werde da gleich nochmal genauer drauf eingehen, auf grundsätzlich die Scheinschwangerschaft bei der Hündin, was man machen kann und so weiter und so fort. Bevor ich mit dem Video anfange, verlinke ich euch natürlich wie immer nochmal meine Social-Media-Kanäle hier unten im Bild. Und außerdem könnt ihr natürlich noch ein kostenloses Abo auf meinem Kanal dalassen, um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen. So, jetzt geht's aber los mit dem Video. Komme ich erstmal grundsätzlich zu dem Thema Läufigkeit. Grundsätzlich wird ja jede Hündin in ihrem Leben läufig. Das erste Mal, es kommt auf die Rasse, also auf die Größe des Hundes an, meistens im Alter von 6 Monaten bis zu einem Jahr. Milky ist das erste Mal mit einem Jahr läufig geworden. Sie ist ja jetzt 3,5 Jahre alt. Sie war, oh Gott, da müsste ich nachrechnen, sie war ungefähr, jetzt habt ihr mich schon, Leute, wie oft war sie läufig? Also ich habe gerade mal rekonstruiert, Milky war ungefähr 4 bis 5 Mal läufig bisher. Sie hatte eigentlich nie Probleme, beziehungsweise ist nie wirklich deutlich scheinschwanger geworden, bis wie gesagt auf das letzte Mal und dieses Mal. Weshalb ich dachte, ich muss einfach mal ein Video dazu machen, weil ich denke, jeder, der eine Hündin hat, steht früher oder später vor der Frage, lasse ich meine Hündin kastrieren, ja oder nein. Ich habe in meinem letzten Video, was ich euch auch nochmal in der Infobox unten verlinken werde, zur Läufigkeit der Hündin, gesagt, dass ich keinen Grund darin sehe, Milky zu kastrieren. Das habe ich mir, also hinter dieser Aussage stehe ich auch nach wie vor. Denn ich denke, einen gesunden Hund muss man nicht einfach kastrieren lassen aus Bequemlichkeit oder halt einfach so, und diese ganzen Forschungen oder beziehungsweise ganzen Thesen, die sagen, dass das Krebsrisiko bei einer Hündin minimiert wird, das sind alte Studien, die gar nicht mehr so wirklich aktuell sind, also man kann das gar nicht wirklich richtig belegen. Vielleicht nochmal ganz kurz grundsätzlich zum Thema Scheinschwanger. Ist es so, dass jede Hündin immer scheinschwanger wird nach der Läufigkeit? Das ist einfach ein, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, biologischer, normaler Prozess, der bei den Wölfen, also das ist halt auch das Rudelverhalten des Hundes, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, zurückzuführen, dass Hunde ja im Rudel gelebt haben, Wölfe im Rudel gelebt haben früher und im Rudel einfach nur die Leithündin gedeckt worden ist und Welpen bekommen hat und die anderen Hündin nicht. Die anderen Hündin, die nicht gedeckt worden sind, haben allerdings auch diese Scheinschwangerschaft bekommen, damit sie auch Milch produzieren, sag ich mal so, und die Welpen der Leithündin mit stillen können und mit versorgen können, dass sozusagen ihr Überleben gesichert ist. So viel dazu, das ist bei unseren Hunden heute auch immer noch genau das Gleiche, dass die Hündin, wenn sie nicht gedeckt wird, nach 62 Tagen, also nach 62 Tagen Tragezeit, in der sie eigentlich die Welpen getragen hätte, scheinschwanger wird. Wie gesagt, wie sich das ausprägt, ist komplett unterschiedlich. Milky hatte nie Probleme, bis auf, wie gesagt, die letzten 2 Läufigkeiten, in denen sie auf einmal etwas Milch produziert. Das ist jetzt auch nicht so super viel, aber es ist halt leicht verklebt um, es ist jetzt auch sehr lecker für alle, die es eklig finden, schaltet ab, ist sie leicht verklebt um die Zitzen herum. So viel dazu. Vielleicht noch weitere Merkmale, an denen ihr erkennen könnt, dass eure Hündin scheinschwanger ist, ist auf jeden Fall, dass sie so ein bisschen mäkeliger und sensibler ist, dass sie nicht unbedingt gerne Gassi gehen möchte, sondern vielleicht lieber in ihrem Körbchen liegt, dass sie Sachen sammelt, seien es Kuscheltiere, Socken, einfach Gegenstände, und die in ihrem Körbchen hortet, weil sie denkt, es wären ihre Welpen und die dann halt so bemuttert. Da ist es wichtig, dass man den Hunden diese Gegenstände sofort wegnimmt, weil sonst halt noch mehr dieses Muttergefühl aufkommt und das halt eher kontraproduktiv ist. Grundsätzlich kann es dann auch noch sein, dass die Hündin weniger gerne frisst. Bei diesem Punkt muss ich einfach grinsen, weil Milky als Labrador natürlich immer absolut gerne frisst und wir noch nie auch nur ansatzweise das Problem haben, dass sie irgendwie nicht fressen möchte. Deswegen. Bei uns ist eigentlich nur das Thema mit der Gesäugeleiste, dass sie da wirklich Milch produziert und ja, hier ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dass man auf keinen Fall die Zitzen stimulieren sollte, also die Milch herausdrückt, weil dann halt noch mehr produziert wird. Ich habe jetzt im Internet heute nachgelesen,
dass man natürlich klar diese verklebten Milchreste um die Brustwarzen mit einem feuchten Tuch entfernen kann. Und man sollte auch darauf achten, dass die Hündin nicht selber sich an den Zitzen übermäßig leckt. Also hier einfach vorsichtig entfernen, nicht unnötig an die Brüste drangehen. Man kann das Ganze kühlen und einfach schauen, dass es sich halt nicht, dass es nicht rot wird und nicht zu heiß, also nicht übermäßig doll durchblutet wird. Hierzu vielleicht nochmal, Leute, ich bin kein Tierarzt. Das sind alles Erfahrungswerte, die ich vom Tierarzt mitbekommen habe, die ich im Internet nachgelesen habe. Ich würde mich an dieser Stelle, dass es nochmal gesagt ist, natürlich auch sehr über Kommentare von eurerseits freuen, wenn ihr eine Hündin habt und vielleicht ein ähnliches Problem habt, dass diese Hündin weder wesensverändert ist, noch andere Probleme der Scheinträchtigkeit irgendwie so zeigt, sondern einfach nur Milch produziert. Ja, weshalb ich auf jeden Fall die Tage nochmal zum Tierarzt gehen werde und das nochmal checken lassen werde, weil das jetzt, wie gesagt, das zweite Mal bei Milky ist. Ja. So viel dazu. Wie ihr sehen könnt, das ist gerade so unser aktuelles Problem. Milky liegt da hinten und schläft. So, ich hoffe grundsätzlich, dass ich euch mit dem Thema vielleicht etwas weitergeholfen habe. Beziehungsweise eigentlich viel mehr, dass es so eine Diskussionsgrundlage oder ja, einem die Augen öffnet oder den Blickwinkel erweitert, wenn man eine Hündin hat, dass man sich einfach austauschen kann. Denn mich haben viele Leute angeschrieben, dass sie eine Hündin haben und die direkt kastrieren sollen vor der ersten Läufigkeit. Was ich finde, erstmal sollten die Hunde ja grundsätzlich einmal läufig werden, dass sie überhaupt aus diesem Welpen-Kinderstadium rauskommen. Und zum anderen finde ich es immer, ich persönlich, sehr kritisch, einfach grundsätzlich zu sagen, okay, wir müssen die Hündin kastrieren, weil es ist meiner Meinung nach ein gesundes Lebewesen, was man nicht einfach so einer Operation ja unterziehen sollte. Und es ist ein sehr schwieriges Thema, denke ich, für jeden Hundebesitzer, was man auf keinen Fall einfach so pauschalisieren kann, dass man sagt, okay, du solltest deine Hündin kastrieren, du solltest deine Hündin nicht kastrieren. Also es ist echt ein schweres Thema. Ich glaube, jeder Besitzer einer Hündin kann mich da verstehen. Genau, vielmehr kann ich da gerade gar nicht oder möchte ich da gerade gar nicht zu sagen. Wir werden nochmal zum Tierarzt gehen. Ihr werdet dann in Insta-Stories wie immer geupdatet. Da werde ich berichten, wie es letztendlich nun bei uns weitergeht. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was so eure Situation ist mit euren Hunden. Das interessiert mich natürlich immer sehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Ciao, ihr Lieben!